Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Es geht weiter in der Go-Kampfliga. Ich habe ein neues Teammitglied hinzugefügt und ich hoffe, dass es heute alles funktioniert. Ich habe das Gerät neu gestartet, ich habe die App neu gestartet. Ja, das Go Plus ist verbunden, aber... Und ich bin im WLAN. Ich hoffe, es klappt irgendwie. So, aktuell bin ich immer noch... Ja, die neue App hat viele, viele Fehler und das ist der nächste Fehler. Die Grafiken werden hier nicht angezeigt. Ich bin Rang 8 mit... Ja, die Punkte kann man hier auch nicht sehen. Ist ja super nett. Ist ja cool. Naja, es hat sich nichts geändert. Ich habe nicht gekämpft. Man kann es nicht sehen, ne? Dann nicht. Los geht's. Primärcup und es ist Pixie. Der Vorteil an Pixie ist, für Leute, die Level 40 sind, dass Pixie ein 100er sein darf. Es ist nur ein 98er, das heißt, der KP-Wert ist eins weniger und deswegen fehlt noch ein bisschen was an der WP. So, schauen wir mal. Bisaflor. Das Problem ist, ich weiß nicht... doch, Bisaflor hat eine Giftattacke. Ich gehe raus. Zu spät. Ist das jetzt schon die Giftattacke? Nein. Ich glaube, der will mich verarschen. Doch. Mann! Ich wollte doch wechseln. So, geh auf Bisaflor. Geh auch auf die Matschbombe. Du bist natürlich schneller bei der Matschbombe, ist klar. Schilden oder nicht schilden? Ich muss schilden. Bei so viel Schaden muss ich schilden, hätte ich jetzt gesagt. Aber es ist jetzt nicht lange nicht so viel Schaden wie bei Pixie. Bei Pixie war es jetzt definitiv viel zu viel. Ah, Anfängerfehler hier, Anfängerfehler. Okay, ja, er hat auch geschildert. Das will er wohl auch nicht haben. So, jetzt komme ich fast vorher zur Matschbombe, aber nur fast. Nur fast. So, ich schilde nochmal. Und gehe auch auf die Matschbombe. Bin gespannt, ob er auch wieder schildert oder ob er es jetzt durchlässt. Weil ich würde ja an seiner Stelle auch irgendwie den Schild aufheben. Okay, er macht es nicht. Wir haben jetzt beide keine Schilde mehr. Und ich komme nicht vorher zur Matschbombe, logischerweise. Aber interessant, ne? Er hat schon weniger Energie als ich. Achso, wegen Charme. Vielleicht ein, zwei Charme drauf gemacht oder so. Ich weiß es jetzt nicht. Gerade etwas ungewöhnlich, dass er schon im gelben Bereich ist und ich nicht. Also mein Bisaflor wird auf jeden Fall noch ein bisschen standhalten, ne? Ah, du hast ausgewechselt. Okay, auf Quappo. Du hast Eishieb. Das kann ich nicht mehr schilden, aber ich habe auch keine Energie mehr. Also von daher, also keine Lebensenergie. Also das sollte passen. Ja. Quappo hat Kampf drinne. Dann gehen wir natürlich auf Pixie. Einfach hier schnell auf die Mondgewalt. Kommen nicht mehr zur Mondgewalt. Das heißt, Pixie ist dann raus. Ich konnte wenigstens ein bisschen Schaden machen. Und muss jetzt mit Sumpex rein. Und ich kenne sein drittes Pokémon überhaupt noch nicht. Ich gehe direkt auf die Aquahaubitze. Das könnte knapp reichen. Mit der Aquahaubitze das Quappo rauszunehmen. Ja, okay. Ich sag ja knapp. Ich habe nicht gesagt, dass es auf jeden Fall klappt, sondern knapp. So, welche Attacke führst du aus? Wahrscheinlich eine Kampfattacke. Ja, Wuchtschlag. Naja, ist neutral, macht echt gut Schaden, okay. Das ist halt so. So, jetzt kommst du mit Bisaflor rein. Da ist aber nicht mehr viel Energie drauf, also keine Ladeattacke ausführen. Zack, zack, tschüss. Okay, so. Drittes Pokémon ist... Komm schon. Ein Empoleon. Okay, ich gehe auf Erdbeben wegen Stahl. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also was? Jawohl. Ha! Noch gewonnen. So macht man das. Doch, also... Genau, Erdbeben war sehr effektiv wegen dem Stahltypen. Ich habe gedacht, na, der Wassertyp, macht der auch noch was? Aber nee, macht er nicht. Nice. Nächster Kampf. So, wenn jetzt nicht schon wieder Bisaflor am Anfang kommt, sollte das ja eigentlich bestimmt machbar sein, oder? Ein Relaxo.
Dein Schlecker interessiert mich, glaube ich, überhaupt nicht. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Ja, so eine KP oder sowas. Ich gehe dann einfach auf Sternenhieb. Da kommt ein Body Slam. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Ja, geht so. Aber auf jeden Fall besser als bei Sumpex. Bei Sumpex macht es mehr Schaden. Der hat nicht so eine hohe Verteidigung wie Pixie. Boah, komme ich jetzt auch mal dazu? Das dauert ja echt lang. Das sollen aber die beiden besten Attacken sein, laut Pokebattler. Schade, dass das so lange dauert. So, Sternenhieb. Ja, es bleibt noch was übrig. Ich kann dich aber runterfarmen und du nicht. Gut. Habe ich noch ein bisschen was übrig. So, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Okay, Fee. Also, hat die zufälligerweise auch ein Pixie drin? Das ist ein 100er. Nee, ist kein 100er. Okay. Ja, Pisaflor. Wird wahrscheinlich alles schildern, was kommt. Matschbombe. Oder sie ist auch gerade perplex und vergisst, dass Gift effektiv gegen Fee ist. Nein, leider nicht. Schön wäre es. Schön wäre es gewesen. Klappt eigentlich ganz gut, aber sie müsste jetzt langsam aber auch zur Attacke kommen. So ganz langsam, so wie es aussieht. Also das Ladeattacken ausführen mit Pixie scheint echt nicht einfach zu sein. Sternenhieb. Okay. Ja, die nächste Attacke ist schildig zur Not. Okay, jetzt hast du gewechselt auf Gyarados. Da kann ich leider nichts mehr machen. Okay, jetzt ist Bisaflor weg. Sumpex muss jetzt alles schaffen. Hätte ich jetzt schilden sollen oder lieber nicht? Ja, nicht. Ja, obwohl, bei Nachtschweif schon. Ich hau auch die Aquahaubitze raus, weil Erdbeben wird wahrscheinlich weniger machen als Aquahaubitze, vermute ich. Ich weiß das halt leider nicht auswendig, tut mir leid. Nicht sehr effektiv. Beides wird nicht sehr effektiv sein, aber ich kann die Aquahaubitze halt schneller raushauen. Da ist schon die nächste. Es geht wirklich sehr, sehr schnell, deswegen ist Sumpex auch so gut gegen Team Go Rocket. So, da kommt die nächste Ladeattacke. Wieder ein Naschweif vielleicht. Mein letztes Pokémon. Ich schilde lieber. Ich weiß nicht, wie viel Naschweif, wie hoch der Schaden ist. Könnte zwar sein, dass ich das überlebe, aber das würde dann gegen Pixie nicht reichen. Gegen Pixie brauche ich so viel Energie, wie es nur irgendwie geht. So, jetzt müsste Gyarados raus sein. Okay. So, dann kommt jetzt hier Pixie wieder rein. Ich gehe trotzdem auf die Aquahaubitze, weil für mehr Zeit habe ich eigentlich einfach nicht. Wenn Pixie das überlebt, habe ich verloren. Glaube ich. Oh, Pixie hat es nicht überlebt. Ich habe wieder gewonnen. Ja, mega. Okay. Alles klar. Ja. Wie gesagt, also von der Punkteentfernung, wo ich gerade unterwegs bin, ist es eventuell auch nicht so schwer. Aber wir machen einfach mal weiter. Ich sollte mal vielleicht den Cache löschen, dann ist vielleicht diese blöde Anzeige da weg. Das heißt, ich werde nachher gleich überhaupt nicht sehen, wie viele Punkte ich bekomme. Wahrscheinlich. Ach nö, das ist doch voll doof. Bin mir nicht sicher, ich glaube, das Pokémon hat nur Wasserattacken. Okay, du wechselst auf Bisaflor. Dann gehe ich auch auf Bisaflor. Ich glaube, die erste Matschbombe lasse ich durch. Komm, erste Matschbombe lassen wir durch. Genau. Jetzt bin ich dran. Er hat ihn. Oh, hat auch durchgelassen. Dann gehe ich euch jetzt aber auf Flora-Statue. Das ist ja mal sowas von sicher. Komm, 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 komm. Jetzt schildert er vielleicht. Nein, er hat nicht geschildert. Perfekt. Sehr gut. Okay, da kommt ein Glurak rein. Das war mir zu schnell.
Aber ich gehe jetzt schön auf Sumpex. Haut er jetzt schon eine Lohe-Kartonade raus? Ich hoffe nicht. Gut, es ist Drachenklaue. Er wechselt auf sein Setra King. Ich denke nicht, dass Erdbeben jetzt hier mehr Schaden macht. Deswegen bleibe ich mal bei Aquahaubitze. Oder, ach, weißt du was, ich wechsle. Dann wechsle ich jetzt auf Pixie, weil ich es kann. Ja, genau. Deswegen verstehe ich auch, warum er rausgewechselt hat. Schilden, Schilden, Schilden. Ich schilde mal. Ich meine aber, Okazuka ist eine Wasserattacke. So, einfach runtergefarmt. Perfekt. So, sein letztes Pokémon hat, ja, ihre Schilde. Mondgewalt. Kriege ich? Nein. Ich habe leider schon auf Sternhieb gefeuert und habe vergessen, dass das überhaupt nichts bringt gegen Glurak. Er hat trotzdem geschildert, interessant. Na, schaffe ich es noch? Nee. Aber hey, schon gut Schaden gemacht. Ist übrigens ein Krypto, macht also 20% mehr Schaden. Hier wird jetzt auf jeden Fall geschildert. Das könnte eine Lohe-Kartonade sein. Hätte ich jetzt keinen Schild, hätte ich jetzt verloren. Ah, okay, er hat trotzdem die Drachenklaue rausgehauen. Okay, hätte ich nicht gedacht. Jetzt bitte keine Lohe-Kartonade. Du hast jetzt nicht so viel aufgeladen, bitte. Okay, Drachenklaue. Das müsste ich noch überleben. Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Ja, ich kann die Aquahaubitze raushauen und den Sieg reinholen. Mega. Ja, krass. Nee, er hat noch ein Schild. Ah, ich habe nicht gesehen, dass er noch ein Schild hat. Okay. Nee, das hätte ich auf jeden Fall verloren. Nächster Kampf. Weiter geht's. Gegner wird gesucht. Es ist übrigens 10 Uhr an einem Sonntag. Ja, aber ich denke schon, dass es mehr Europäer sind als alle anderen. Interessantes Outfit. Sehr interessant. Ein Sherox. Sherox mag. Ich hätte auf Sumpex wechseln sollen, aber ich wollte einfach nur schnell wechseln. Naja. Ich gehe trotzdem auf die Flora-Statue. Ich glaube, die ist trotzdem relativ gut. Hast du. Du hast Eisenschädel drauf. Puh, Eisenschädel macht ja mal ganz schön viel Schaden. So, nicht gesehen, welches Pokémon eingesetzt worden ist. Und ich habe die Flora-Statue trotzdem aktiviert. Ach. Ich kann aber auch nicht wechseln. Lola Slimog. Okay, du hast eine Giftattacke. Ich glaube, ich sollte hier vielleicht sogar auf Matschbombe gehen. Mache ich mal. Ich schilde. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass ich jetzt schilde. Ich könnte genauso gut mich auch einfach tot gehen lassen können. Ah, eine Attacke wollte ich eigentlich schon noch durchführen. Arme Speedaflor hier. So wenig Attacken ausgeführt. So, jetzt ist gleich vorbei. Oder kannst du mit deiner Sofortattacke gar nicht so viel machen? Na, jetzt kommt schon die Ladeattacke. Das ist jetzt gerade sehr unpraktisch. Nein, ich will das Schild nicht einsetzen. Dann mach halt. Finster Aura, tschüss. Okay. So. Zum Pex. Wechselst du raus? Oder bleibst du drin? Komm, Aquahaubitze. Ah, ich hätte ein bisschen früher tippen sollen. Vielleicht wäre ich dann doch noch vorher dran gekommen. Ich schilde das. Ich will die Finsteraura nicht. Ach, jetzt hätte ich ihn auch runterfarmen können, oder? Ich gehe davon aus, sie hätte jetzt keine Energie mehr drauf, aber naja. Naja. Vielleicht hätte es noch gereicht, vielleicht auch nicht. Bisaflor, ich gehe direkt auf Erdbeben. Hast du noch ein Schild? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Einfach fabelhaft und du hast ein Schild. Ja. Ach. Ach, komm. Egal, was ich mache alles falsch. So macht man es nicht, würde ich sagen. Ach, komm. Eisenschädel, tschüss, Pixie. Jawohl. Ach, Mann. Mensch, ich wollte jetzt die Aquahaubitze durchführen. Ach, komm, dann war's das. Das war jetzt unfair.
finde ich. Nachthieb. Ach so, ich dachte, du machst jetzt wieder Eisenschädel. Ich hätte jetzt gedacht, wieder Eisenschädel und ja, wenn man davon ausgeht, dass es genauso viel Schaden macht, dann hätte ich gedacht, dann wäre es weg vom Fenster. Und tschüss. Das war's. Na, das war jetzt keine gute Runde. Ich glaube, da habe ich einfach viel zu viel falsch gemacht und der Gegner war jetzt auch nicht so schlecht. Vermute ich. So, ich habe aber anscheinend noch einen Kampf, aber ich glaube, das ist jetzt auch der letzte. Ich glaube, 3 Siege habe ich reingeholt und das war jetzt der 4. und eine Niederlage. Mal schauen, wie der letzte Kampf wird. Lord Stark 053, okay. Perfekt. Quappo am Start. Quappo wird sich mega über diesen Schaden freuen. Er bleibt einfach drin. Warum bleibst du drin? Eisheap. Ja, macht nicht so viel. Willst du nicht rauswechseln? Also ich farm dich jetzt einfach runter. Du kannst von mir aus noch einen Eisheap machen, interessiert mich nicht. Komm, mach Wuchtschlag. Das macht weniger als Eishieb vielleicht. So, Quappo ist weg. Welches Pokémon kommt jetzt? Du schon wieder. Wechseln auf Sumpex. Du kannst nicht mehr rauswechseln. Doch, du könntest rauswechseln. Ich gehe von Nachthieb aus. Ich gehe einfach auf die Aquahaubitze, auf die Hoffnung, dass ich den Schaden machen kann. Und du bleibst tatsächlich drin, okay. Ich denke, jeder von euch würde jetzt vorschlagen, dass er eigentlich rauswechseln sollte vielleicht. Ah, jetzt macht das. Auf ein Krypto-Sumpex, okay. Aquahaubitze. Ich schilde. Na, ich habe nicht mehr so viel Energie und die Aquahaubitze von ihm könnte eventuell... Lehmbrühe. Ach, da macht er Lehmbrühe und nicht mal Aquahaubitze. Irgendwas wurde von mir gerade geschwächt. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm, dass Lehmbrühe tatsächlich einen Effekt hat. Okay. Mal gucken, wie schnell er wieder... Das könnte auch wieder Lehmbrühe sein, oder? Hat Lehmbrühe und Aquahaubitze genau die gleiche Anzahl an Sofortattacken oder was? Ja, siehst du, Lehmbrühe ist echt wenig. Deswegen der Schild. Den Schild habe ich nur eingesetzt, weil ich davon ausgehe, dass er Aquahaubitze drauf hat. Aber klar, vielleicht haben auch viele. Achso, die meisten haben jetzt noch gar nicht die Community Day-Attacke auf das Sumpex. Krypto-Sumpex. Ah, weil es das noch gar nicht gab. Ist das. Welches Pokémon ist denn das jetzt überhaupt? Ich habe jetzt einfach Aquahaubitze aktiviert. Sherox. Ah, perfekt. Jetzt sind die beiden Schilde weg. Komm. Ah, schade. Ein zweites Mal hat es jetzt nicht gereicht. Bisaflor. Eine Attacke. Nachthieb. Das ist so ein Typ, der setzt nur Pogo-Attacken ein, die irgendeinen Effekt haben, ne? Und nochmal Nachthieb. Ja, ja. Du hast dich schön vollgefarmt irgendwie. Das könnte Kreuzschere. Ah, jetzt kommt er mit Kreuzschere. Obwohl, die Kreuzschere macht jetzt gar nicht so viel. Ich hätte jetzt eigentlich mehr erwartet. Aber ich glaube, durch den Gifttypen ist das nicht sehr effektiv. Also neutral. Insgesamt neutral. Ich würde gerne überleben. Deswegen schilde ich jetzt mal. Es könnte zwar sein, dass ich das ganz knapp überlebe, aber dann reicht es nicht, um noch eine Ladeattacke rauszuhauen. Komm, ich will noch... Komm, Flora-Statue. Ich wollte vorher die Flora-Statue! Mann! Mist, jetzt überlebe ich das nicht. Ach, Mann. Nee, nicht mal eine KP. Schade. Ich hau jetzt hier einen Sternhieb raus und habe leider nur noch eine KP übrig, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. So, und dann kommt kein Pokémon mehr. Oh, das heißt, ich habe noch ganz knapp gewonnen deswegen. Okay. Warum nicht? Hätte ich nicht mitgerechnet. Okay, so. Ach so, ich habe 2-mal verloren und 3 Siege reingeholt. Ah, da habe ich mich verzählt.
tut mir leid. Einmal Sternenstaub. Dann Lade-TM. Schön. Sehr schön. Und das Pokémon ist Altratini. Ja, ist okay. Also, ich finde für Leute, die noch nicht so lange spielen, Altratini eine gute Belohnung in der PvP-Liga oder Go-Kampf-Liga, nennt wie ihr es wollt. Dann kann ich wenigstens ein paar Bonbons farmen. Ist ja nicht so, als hätte ich genügend Bonbons von Dratini. Nämlich wirklich nicht. Ich glaube, ich schätze jetzt einfach mal unter 100 Bonbons. Mal gucken, ob das stimmt. So, ist drin. Dratini wurde gefangen. 6 Bonbons und... Oh, okay. Total verschätzt. 1400 Bonbons. Aber ich entwickle auch gerne bestimmte Dratini weiter. Das ist kein gutes. Für mich ist es kein gutes. Für andere ist es bestimmt ein gutes. Ich entwickle die gerne weiter und tausche die dann immer für Leute, die noch nicht so viel Bonbons haben von Dratini. Gut. Dann geht es hier weiter. Und zwar kommen wir jetzt zur Rangbelohnung. Und die sehen wir natürlich nicht. Ah, doch, hier unten sieht man was. 1984. Also wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr, wie viele Punkte dazugekommen sind. Ich glaube, es waren... War nicht viel. Ich glaube, das war nicht viel. Nee. Naja, auf jeden Fall, trotzdem waren es schöne Kämpfe. Es war mal Pixie drin. Mal gucken, was ich nächstes Mal machen werde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Und wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Und bis zum nächsten Mal. Batsch.